Schon wieder ein Prius-Facelift? Doch Moment, der hat ja das Hyundai-Logo und ist doch gar kein Prius, sondern der neue Hyundai Ioniq. Hyundai macht jetzt auch grüne Mobilität, und zwar so richtig. Ab Herbst bringen die Koreaner einen Konkurrenten für den Öko-Liebling Prius auf den Markt. Der Hyundai Ioniq ist dann als Hybrid- und Elektroauto zu haben und soll nach 19 Jahren den Prius vom Thron schubsen. Den Hybriden ziert eine blaue Leiste am Heck und an der Front. Der Kühlergrill des Ioniq ist groß und dominant, während das Hyundai-Logo ein wenig so wirkt, als wäre es mit einer Plastikabdeckung im Nachhinein auf den Kühlergrill gesetzt worden, weil die Designer es vergessen hatten mit einzuzeichnen. Unter der bulligen Motorhaube sitzen Verbrennungs- und Elektromotor sowie das neue 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das auch unter der Bezeichnung 6DCT läuft und von Hyundai eigens für dieses Modell entwickelt wurde. Auch in den LED-Leuchten schimmern blaue Zierleisten beim Hybriden. Neben den LED-Tagfahrleuchten sitzt eine Öffnung, die die Luftzufuhr um die Räder herumführt und so dafür sorgt, dass Verwirbelungen an den Leichtmetallfelgen reduziert werden. Einer der vielen Punkte, die einen CW-Wert von 0,24 ermöglichten. Der Innenraum des Ioniq glänzt in einem cleanen Look. Blaue Zierleisten weisen auch im Inneren auf den Hybriden hin. Was man nicht auf Anhieb sieht, ist, dass auch das Innere des Ioniq umweltfreundlich ist. Recycelter Kunststoff, pulverisiertes Holz und Vulkangestein klingt ein wenig so wie aus einem Katalog für nachhaltige Möbel. Tatsächlich aber wurden beim Ioniq solche Materialien im Innenraum verarbeitet. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch nur konsequent, oder? Leider leidet die Kopffreiheit der Insassen ein wenig unter dem ganzen Leichtbau. Man setzte auf Leichtbaumaterialien, um den Wagen effizienter zu machen, und das Design sollte natürlich auch überzeugen. So wird es aber besonders auf der Rückbank schwierig, ab einer Größe von 1,80 Meter nicht ständig den Kopf einziehen zu müssen, wenn der Hybride die Hügel und Schlaglöcher dieser Welt über- und durchquert. In der Kombination aus Benzin und Elektromotor erreicht der Ioniq eine Systemleistung von 141 PS. Laut Hersteller fährt er 1300 Kilometer, bevor er Durst bekommt. Mit einem Verbrauch von angegebenen 3,4 Litern auf 100 Kilometern werden die meisten von uns diesen Wert allerdings nicht erreichen können. Immerhin liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 185 Stundenkilometern. Ab Oktober ist der Ioniq Hybrid zu haben, ab einem Preis von 23.900 Euro. 2017 folgt dann der Plug-in Hybrid. Im November wird es aber vorher noch elektrisch. Der Hyundai Ioniq Electric ist abgasfrei und stylisch. Das Elektroauto nutzt eine Lithium-Polymer-Batterie, die unter anderem eine schnellere Ladezeit verspricht. Äußerlich ist der Ioniq Electric anhand seines Bugs zu erkennen. Statt eines Kühlergrills, den er als Elektroauto nicht braucht, ist seine Front geschlossen und silber. Die Zierleisten beim Electric sind bronzefarben. Er wirkt ein wenig wie aus der Zukunft. Dies ist dem Zusammenspiel von Form und Farbe zu verdanken. Verbautes Aluminium sorgt für ein geringeres Gewicht und Sojaöl als Bestandteil der Außenfarbe für ein umweltfreundliches Auftreten. Bei aufgeladenem Akku des Ioniq Electric verspricht Hyundai eine Reichweite von 280 Kilometern. Wie realistisch dieser Wert ist, lässt sich leicht nachvollziehen, wenn man sich die Kapazität des Stromspeichers anschaut. Die liegt bei 28 Kilowatt pro Stunde, der Stromverbrauch auf 100 Kilometer liegt bei allerdings 12,5 Kilowatt. Das ist kein besonders hoher Verbrauch, dennoch scheint die Reichweite damit ein wenig zu schön, um wahr zu sein. Immerhin ist der Akku an einer 100 Kilowatt Ladestation schnell wieder aufgeladen oder auch an der haushaltsüblichen 230 Volt Steckdose. Die passenden Ladekabel zur jeweiligen Auflademöglichkeit gibt es natürlich beim Kauf mit dazu. Mit 120 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 165 Stundenkilometern ist das Hyundai Elektroauto schnell unterwegs. Für die Sicherheit an Bord sorgen bei allen drei Hyundai Ioniq Modellen ausreichend Assistenz- und Sicherheitssysteme.
Natürlich sind die drei Fahrzeuge auf dem neuesten Stand der Konnektivität. Zudem gibt es drei Ausstattungslinien: Trend, Style oder Premium. Beim Electric gibt es zudem eine kleine Besonderheit am Lenkrad. Dort findet man Schaltpedal. Doch mit dem Schaltpedal lässt sich das Verfahren der Energierückgewinnung beeinflussen. So begünstigt man zum Beispiel ein flüssigeres Fahrverhalten in der Stadt. Die Autowelt wird immer grüner. Und jetzt spielt auch Hyundai mit. Der IONIQ wird auf der gleichen Plattform wie der Kia Niro gebaut. Er hat mit dem Toyota Prius einen etablierten Konkurrenten. Und es wird spannend zu sehen, wie sich die IONIQ-Modelle auf diesem für Deutschland doch neuen Markt schlagen. Und wenn der Kunde sich dann für den Electric entscheidet, zahlt Vater Staat sogar noch einen Elektrobonus von 4.000 Euro.